Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei RPV Gran Canaria. Heute am Sonntag, dem 1. Advent, obwohl ich noch gar keine Weihnachtsstimmung habe. Das wiederum hat aber nichts und auch gar nichts mit Corona zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist jedes Jahr für mich dasselbe. Ich sehe zwar im September schon Spekulatius und Dominosteine, übrigens Dominosteine esse ich sehr gerne. Man sieht es auch teilweise, aber es gibt Gründe, warum nur mein Gesicht hier drin ist. Nein, Spaß beiseite. Es ist jedes Jahr so, dass dann trotzdem am 1. Advent irgendwie die Weihnachtsstimmung noch gar nicht da ist. Obwohl, eigentlich könnte sie da sein, weil das Wetter ist dieses Mal am 1. Advent derartig komisch. Ich zeig's euch ja gleich, deswegen ja auch der kurze, schnelle Wetterbericht, dass man dann doch schon auf in Weihnachtsstimmung kommen könnte. Dem ist aber trotzdem nicht so. Eine Sache nur kurz, werde ja oft gefragt. Wir haben noch keine Nachrichten für den 2. Dezember. Wir wissen immer noch nicht, ob der Schnelltest, der Allergentest, eben halt akzeptiert wird. Und das werden wir sehen. Sobald wir es wissen, wisst ihr es auch. Deshalb gerne den Kanal hier unten abonnieren. Dann seid ihr auch definitiv auf dem Laufenden. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal die Bilder. Und eine Sache noch, ein Tipp. Hier unten drunter findet ihr auch den Link bei uns auf der Homepage. Radio-pv.com. Da findet ihr eine Rubrik und zwar rechtliches. Ganz interessantes Thema. Kam heute vor 30 Minuten raus von der Kanzlei José Antonio Pérez Alonso hier in Playa del Inglés. Und da geht es darum, um Klauseln im Mietvertrag, die einfach ungültig sind. Solltet ihr auch mal lesen, solltet ihr auf alle Fälle wissen. Vielen Dank an José Antonio Pérez Alonso. So, jetzt gibt es ein bisschen Bilder vom Wetter und ihr werdet mir recht geben, das ist so, wie man sich eigentlich den 1. Advent vorstellt. Nur keine Palmen und sicherlich ein paar Grad weniger. Wir sind bei 24 Grad, aber das Wetter sieht so aus. So ihr Lieben, kurz nach 12, 1. Advent, Gran Canaria, ihr seht wieder richtig grüne Palmen. Was bedeutet das? Das habe ich euch schon mal erklärt. Ja, es regnet. Schaut euch das mal an, der Tennisplatz, ja, der Pool ist leer, natürlich auch nicht geöffnet. Und so sieht ausnahmsweise, muss ich sagen, ich habe schon ein paar Jahre lang hier auch natürlich die Adventszeit miterlebt, aber so sieht es gerade aktuell aus. Es ist eine geschlossene Wolkendecke und ja, es regnet. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wir hatten natürlich auch eine Warnung, dass also richtig was passiert. Das ist mit Wellen von bis zu 5 Metern Höhe und so weiter. Aber natürlich, diese Warnungen gelten entweder für die ganze Kanarischen Insel oder im einfachen Sinne auch vielleicht nur für Gran Canaria. In dem Fall war es aber für die gesamten Kanarischen Inseln. Aber man muss einfach mal klar sagen, bei den ganzen Wetterwarnungen, bis auf ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ist der Süden von Gran Canaria nur mittelbar bis gar nicht betroffen. Und so seht ihr das jetzt hier auch. Aber das ist natürlich bei fast 24 Grad, ist sicherlich die falsche Gradzahl. Aber so der trübe Himmel, so habe ich in Deutschland, in meiner alten Heimat, den 1. Advent in Erinnerung. Ich möchte mich mit diesen Bildern von euch verabschieden. Also, den Rest habt ihr ja alle schon gehört gerade. Ihr wisst, dass wir noch nichts wissen von dem Allergentest, ob er denn letztendlich ab dem 2. Dezember akzeptiert wird. Aber nochmal, ich wiederhole mich da auch gerne. Wenn ihr informiert sein wollt, drückt einfach hier unten auf Informieren. Sobald wir es nämlich wissen, wisst ihr es auch. In diesem Sinne, macht es gut und noch einen schönen Sonntag, einen schönen 1. Advent. Trinkt auf mich einen Glühwein und alles wird gut. Tschüss sagt dein ihr, euer Martin Schubert. Tja, und jetzt kann ich natürlich suchen, wie ich will. Die kanarische Sonne, die ich sonst immer so gerne suche, sie ist einfach nicht da.